Sportart, die immer mehr in den Blickpunkt rückt. Trickski oder Neudeutsch Freestyle, seit 14 Jahren gibt es Wettkämpfe in den Disziplinen Ballett, Buckelpiste und Springen. 15 Mitglieder umfasst der A- und B-Kader der deutschen Nationalmannschaft. 7 davon trainieren ausschließlich Ballett. Fast alle opfern Urlaub und Freizeit für ihre Leidenschaft. 1988 bei den Olympischen Spielen in Calgary ist Trickski Demonstrationswettbewerb. Cheftrainer Günther Penka richtet sein Augenmerk jedoch auf die Weltcup-Saison, denn nur die besten 6 im Gesamtweltcup der jeweiligen Disziplinen erhalten eine Fahrkarte für Kanada. Er ist das Aushängeschild der deutschen Trickskifahrer. Hermann Reitberger, 29 Jahre, Vollprofi, 25 Mal Weltcupsieger aus Eckenfelden. Dass er die Qualifikation besteht, ist kaum zu bezweifeln. Seit sich Trickski neben Alpin und Nordisch als dritte Fachgruppe im deutschen Skiverband etabliert hat, sind auch die Trainingsmethoden der Mannschaft professionell. Video zur Kontrolle der Choreografie unentbehrlich. Jawohl, Ingrid, der ist eigentlich recht ordentlich. Du müsst vielleicht versuchen, oben am höchsten Punkt von der Schraube die Füße aktiv fließen, damit du mehr Spannung hast. Auch auf der Buckelpiste können sich die deutschen Fahrer international sehen lassen. Bei der Birgit, du schaust, dass es insgesamt weiter nach vorne. In dieser Disziplin ist eine Frau die Nummer 1. Tatjana Mittermeier, 22 Jahre, aus Aschau, 5 Jahre Mitglied der alpinen Skinationalmannschaft. Trotz 4 Operationen an beiden Knien während der Zeit als Rennläuferin in der 250 bis 300 Meter langen Buckelpiste fühlt sie sich zu Hause. Letztes Jahr war sie Gesamtweltcup-Siegerin. Damit das auch diesmal wieder gelingt, ist neben dem Training im Schnee das Kraft- und Konditionsprogramm ein entscheidender Faktor. Das gilt natürlich auch für die anderen Wettbewerbe. Hermann Reitberger schwitzt genauso wie Sonja Reichardt. Womit wir bei der dritten Disziplin, dem Springen, wären. Sie ist 22 Jahre aus Immenstadt, Europameisterin und Weltcup-Gesamtsiegerin. Sonja Reichardt, neben Hermann Reitberger und Tatjana Mittermeier, die dritte im Bunde der DSV-Athleten mit Aussicht auf Teilnahme in Calgary. Auch das der Alltag der Springer. Die Schanze muss immer wieder neu präpariert werden. Bei diesen Bildern, hier Thomas Wacht, bei den Männern bester Springer, könnte man schon Angst um die Gesundheit der Athleten bekommen. Doch der Mannschaftsarzt sieht das gelassener. Wir arbeiten in enger Kooperation zwischen den Trainern und dem Arzt und deshalb bin ich hier. Wir sehen in der Nationalmannschaft gerade eigentlich mehr Leistungsereignisse und weniger schwerere Unfälle oder Schäden. Und natürlich kommt es beim Freestyle zu schweren Verletzungen. Hier aber sind besonders die Leute betroffen, die ohne Anleitung bzw. ohne geeignete Anleitung in solche Unfälle verwickelt werden. Hals- und Beinbruch also für die Athleten des DSV. Denn mehr als das Können ist die Gesundheit die wichtigste Voraussetzung, um nach Calgary zu kommen. Musik